Der Videobeweis, der den Fußball eigentlich gerechter machen sollte, gerät immer mehr in Kritik. Nach dem skurrilen Halbzeit-Elfmeter in Mainz kam es auch in Gladbach zu einer diskutablen Szene. Diese ereignete sich in der 60. Minute, als Gladbachs Raphael nach einem Ballverlust mit der Hand ins Gesicht von Wolfsburgs Mittelfeldspieler Maximilian Arnold schlug. Doch damit nicht genug, der Brasilianer trat auch mit dem Fuß noch nach, wie auf den Kamerabildern im Eurosport-Player klar zu erkennen war. Auch der Videoschiedsrichter in Köln konnte die Szene deutlich sehen und schritt dennoch nicht ein. Ich weiß nicht, wo da die Tomaten liegen, sagte Opfer Arnold bei Eurosport, wir haben Videoschiedsrichter, aber wo sind die alle? Auch Eurosport-Experte Matthias Sammer konnte das Ausbleiben des Pfiffes nicht verstehen, in Köln wird einiges beschlossen, aber alles ist diskutabel. Vielleicht haben sie nach den letzten Szenen gedacht, weniger ist mehr, Schiedsrichter Tobias Stieler zeigte Arnold wenig später die gelbe Karte. Der Wolfsburger war nach dem ungeahndeten Foul aufgebracht und agierte deutlich aggressiver im Spiel. Das ist auch nicht fair, sagte Sammer und äußerte Kritik am Verhalten des Schiedsrichters, hast du kein Gefühl für Fußball? Nimm ihn zur Seite und sag ihm was, dann ist das gut. Er geht mit der gelben Karte nach Hause und die anderen lachen sich tot. Es sind Vorfälle wie diese, die den Videobeweis in ein schlechtes Licht rücken. Und nicht nur für die Zuschauer werden die Handlungen der Schiedsrichter immer weniger nachvollziehbar. Die Highlights der Partie im Eurosport-Player.